Hat die Kirche eine Zukunft? Ich versuche eine Antwort in drei Szenarios. Das erste Szenario ist das Modell Dinosaurier. Die Dinos sind ausgestorben, weil sie sich an eine sich verändernde Umwelt nicht genug anpassen konnten. Ob das jetzt ein Asteroideneinschlag war oder ein langsamer Prozess. Eine reale Gefahr für eine Kirche, die sich nur noch am Althergebrachten festhält, die sich nicht auf eine neue Zeit einstellen kann. Das Modell Dinosaurier. Ein anderes Szenario wäre das Modell Chamäleon. Chamäleons sind perfekt an ihre Umwelt angepasst. Fast schon zu viel, sodass man sie gar nicht mehr von der Umwelt unterscheiden kann. Auch das ist eine reale Gefahr für die Zukunft der Kirche. Denn eine Kirche, die keinen Unterschied mehr macht, braucht keiner. Wenn nun aber weder das Modell Dinosaurier in die Zukunft führt, noch das Modell Chamäleon, was dann? Ich meine, die Antwort ist recht einfach. Zurück zu den Wurzeln. Zurück zu Jesus. Und ich glaube auch, dass das die Zukunftsvision von Papst Franziskus ist für seine Kirche. Zurück auf den Weg der Nachfolge. Kirche als Weggemeinschaft, solidarisch nach innen und nach außen. Kirche als Societas Jesu, so heißt die Ordensgemeinschaft, der Papst Franziskus angehört, die Gesellschaft Jesu. Für Papst Franziskus heißt das auch eine synodale Kirche. Synodal kommt vom griechischen Synhodos, der gemeinsam geteilte Weg, ein Weg in die Zukunft. Die Kirche muss sich endlich in diesem Sinne reformieren, an Haupt und Gliedern, sich an die Gegenwart anpassen, ohne in ihr aufzugehen. Vielleicht kann sie dabei bei den jungen Leuten von Friday for Future in die Schule gehen. Diesem Plakat ist jedenfalls nichts hinzuzufügen.